Und ein herzliches Willkommen zurück bei, zumindest von dieser Aufnahmesession her, der letzte Teil von N-Wake. Ich wollte eigentlich noch fertig werden bei meiner Aufnahmesession, aber leider, das heißt, weiß ich nicht, ob ich jetzt fertig werde. Deswegen spielen wir jetzt auch mal direkt weiter, wo ich noch erzähle. Ja. Ich wollte eigentlich fertig werden, bevor ich ins Bett gehe. Wir haben jetzt Viertel vor eins. Kontrollpunkt. Viertel vor eins morgens. Ich muss noch arbeiten morgen. Gut, ich habe Spätschicht, aber meine Freundin kommt dann heim so gegen 7. Ja, von daher können wir noch ein bisschen länger machen. Follow. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Das stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. In dieses alte verlassene Ding hier dürfen wir jetzt rein. Ausnummern geht nicht. War ja klar. Wir sollen hier followen. Ein Kontrollpunkt. Follow weiterhin. Wir haben alles voll in der Hinsicht. Wollte gerade sagen, wie weit kann ich das Ding denn schieben? Das Loch war ja schon frei. Die Ortschaft sieht verlassen aus, aber sehr wahrscheinlich nicht verlassen genug. Gegner werden bestimmt hier sein. Da haben wir schon mal eine Lichtquelle. Das sagt ja schon mal wieder was aus. Ich werde sie Ihnen niemals geben. Okay. Das helle Licht muss ich, denke ich mal. Ja, hier drin ist auch noch was. Munition. Irgendetwas hebt ihr doch bestimmt gleich wieder ab. Hier, diese Waggons heben bestimmt gleich ab. Und fliegen mir um die Ohren. Guck mal hier, eine Thermoskanne. 90%, juhu! Jagdgewehre. Das ist ein Riesenscheinwerfer wieder. Das heißt, hinter mir dürfte gleich irgendwie was kommen.
nachdem ich alles mir angeguckt habe. Okay. Okay, los geht's. Schön ist ja auch wieder alle stehen bleiben. Okay, so weit geht das nicht. Oh. Irgendwo ist noch einer. Aha. Der hält aber viel aus. Musik ist zu Ende. Davon habe ich mein Limit erreicht. Okay, sehr schön. Das ging doch schon mal ganz gut. So, da drin ist nothing. Wie sieht's hier drin aus? Auch nichts. Okay, das Ding hier muss ich wohl wieder reinschieben. Je schneller man drückt, desto gleichmäßiger bleibt das hier. Also schnell drücken bringt mal gar nichts. Mhm. Ein Loch im Boden. Eine Manuskriptseite. But nu. Ach ja, ich kann hier hoch. Aber das war's dann auch. Yay, randalieren. Randale. Oh, Licht. Ach ja. Kontrollpunkt erreicht. Der ist kaputt gegangen, weil er hier den Nichtkegel zu nahe kam, glaube ich, ne? Okay, hinten scheint aber nichts mehr zu sein. Weiter geht's. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Das ist ja noch Ewigkeiten hin. Und ich sehe schon wieder einen Riesenschwarm an Raben. Juhu! Die Dinger mag ich überhaupt nicht. Na gut, vielleicht kann man eine Ausnahme machen, dass ich doch ein bisschen länger spiele. Ich weiß noch nicht. Wie geil, darf ich jetzt mit so einem Ding da fahren? Hui. Tatsächlich. Okay. Juhu. Auf geht's. Bremse wieder drücken kann ich nicht. Okay. Bisschen schneller fände ich besser. Gott, ist das Ding langsam. So, zurück geht's nicht mehr. Kontrollpunkt erreicht. Auch schön.
Ich kann hier hoch. Achso, ich muss hier sogar hoch. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Wie immer. Aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich sag jetzt mal, das Ende so weit hinauszögert. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich erreiche überall die Limits. Ich meine, das ist nur gut. Ich weiß nicht, was mich am Ende hin noch erwartet. Keine Ahnung. So, hier geht's auch hoch, aber wir gehen hier drüben hoch. Wir wollen ja nichts übersehen. Ich meine, ich habe mit sicher schon Sachen übersehen, aber... Strahl mal deinen Hinterkopf an, das ist so kalt dort. Oh, wie es aussieht, muss ich hüpfen. Hui. Aber nicht daneben. Oh. Oh, die halten irgendwie mehr aus. Reicht denen aber nicht. Ha! Oh, eine Thermoskanne. Was war das jetzt? Nichts. Okay. Wow! Alter! Die können doch nicht einfach mal so vom aus dem Boden kommen, ey. Tja, und jetzt wird hier natürlich auch gleich nochmal ein bisschen geschossen, nehme ich mal an. Autsch. Achso. Ah, okay. Na toll. Okay. Die Dinge habe ich vorher nicht gesehen. Dadurch habe ich natürlich auch Schaden kassiert, ohne dass ich eigentlich getroffen wurde. Weil ich auf solchen Dingern und Scheißdingern da stand.
Wir haben hier überall noch so Dinge. Okay. Nee, da auf Sach kann ich nicht. Ich hab gedacht, da könnte man drauf. Dann einmal ins Licht. Kontrollpunkt. Erste Hilfekasten so gesehen. Ich kann aber überhaupt nichts mehr nehmen, ist alles voll. Noch ein Kontrollpunkt. Wieder einige Kugeln. Die ich so aber nicht gebrauchen kann, weil eh alles voll ist. Aber die Leuchtpistole konnte ich noch nehmen. Aber sehr wahrscheinlich kann ich gleich die Kugel nehmen. Kommen bestimmt auch Gegner. Ja, dann müsste ich wieder einen ziemlich weiten Weg zurücklaufen, merke ich gerade. Ah, wieder unser Waldspaziergang. Na. Ah. Nein! Na siehst du, jetzt können wir wieder hoch und können uns die Kugel nehmen. Können uns die Kugeln geben. Oh, ich hab da gewusst, dass ich irgendwas höre. Klang schon so, dass irgendwas hinter mir herläuft. Okay, auch schon wieder voll. Okay. Hoffen wir nur, dass sie jetzt nicht nochmal neu kommen, aber ich denke mal nicht. Eine Packung hätte man da jetzt eigentlich noch liegen. Sind das jetzt zwei andere oder waren es jetzt nochmal zweimal dieselben? Also nochmal neu? So, wo muss ich mal lang? Hier lang. Da. Ein Stromgenerator natürlich. Sehr schön. Wunder, dass noch keiner mir entgegenkam, um mich aufzuhalten. So, Kontrollpunkt hatten wir. Schiffsschraube? Wo müssen wir überhaupt hin? Da hoch? Ich hätte jetzt gedacht, weiter da runter. Wir müssen dazu. Hä? Hupala. So einer schon wieder. Huch, deswegen kann ich nicht weiter.
Kelle. Geht doch. Komm her, du Penner. Abschlusskommando. So, wir sind auch leicht angeschlagen. Jetzt gehen wir mal ins Licht. Und dann sage ich mal, das war's für heute. Wir sind über 20 Minuten. Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder beim nächsten Teil bei Alan Wake mit mir von Nö, Game Desert Hobby und mit euch hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen oben da unten ab und dann, ja, das war's. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.